Und bei mir zu Gast ist jetzt die stellvertretende FPÖ-Klubobfrau Dagmar Belakovic. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Fellner. Frau Belakovic wird gleich ganz aktuell starten. Der Deutsche Bundestag hat heute gegen die Impfpflicht gestimmt in Deutschland. Etwas, von wo Sie wochenlang oder monatelang geträumt haben. Was heißt das denn für Österreich? Werden Sie da jetzt nochmal einen neuen Anlauf starten? Naja, wir haben in Österreich als Freiheitliche Partei ja einen Antrag liegen im Gesundheitsausschuss, das Impfpflichtgesetz nicht nur auszusetzen, sondern einfach abzuschaffen. Das heißt, man braucht diese Impfpflicht nicht, dieses Gesetz soll einfach gecancelt werden. Derzeit schwebt es ja immer noch wie ein Damoklesschwert und diese Bundesregierung in Österreich ist ja so, dass sie es nach wie vor scharf stellen kann, jeden Moment. Das ist so ein bisschen eine Strafandrohung, eine Erziehungsmaßnahme für die eigene Bevölkerung und ich glaube, es hat keinen Sinn mehr, dieses Gesetz, also man sollte es abschaffen. Wir sehen auch, ich meine, ganz Europa hat kein Impfpflichtgesetz. Österreich hat hier wirklich eine Sonderstellung gemeinsam mit Tadschikistan und anderen, nicht unbedingt als Demokratien bekannten Staaten. Ich glaube, das ist einfach nicht notwendig und das gehört jetzt tatsächlich weg. Aber ist es nicht eigentlich wurscht, weil ausgesetzt ist die Impfpflicht ja ohnehin, das heißt, es wird nicht gestraft? Nein, das ist nicht wurscht, weil das Aussetzen der Impfpflicht ist bis 31. Mai. Danach kommt eine neue Verordnung, man wird sehen, wird es weiter ausgesetzt. Aber solange es dieses Gesetz gibt, kann es jederzeit scharfgestellt werden. Mhm. Also das ist ja nicht ein Aussetzen, nur weil ich jetzt einmal sage, jetzt ist es momentan nicht notwendig, ein paar Monate. Aber ich kann es jederzeit wieder einschalten und das ist das, was ich meine. Die Bundesregierung hält sich hier ein Hintertürchen offen, so nach dem Motto, wenn die Bevölkerung nicht spurt, dann kommt das Impfpflichtgesetz. Und davon halte ich überhaupt nichts. Und dieses Gesetz gehört ausgesetzt. Und Deutschland hat es vorgemacht. Dort gibt es offensichtlich etwas mutigere Abgeordnete, auch in den Regierungsparteien. Dort gibt es eine liberale Partei, die sich liberal nennt und auch liberal ist. In Österreich ist es nur die Freiheitliche Partei, die tatsächlich liberal hier abgestimmt hat. Aber Sie könnten es ja zur Abstimmung bringen im Nationalrat, oder? Was? Spricht ja nichts dagegen. Die Impfpflicht, Sie könnten dazu ja eine Abstimmung. Naja, wie gesagt, wir haben einen Antrag liegen. Aber den könnten Sie ja nochmal einbringen in einer. Den brauchen wir nicht einbringen, oder? Den können wir jederzeit, dann haben wir, glaube ich, in jedem Gesundheitsausschuss auf der Tagesordnung. Ja. Es gibt aber das Instrument der sogenannten Vertagung, damit kommt dieser Antrag nicht in das Plenum, weil die Regierungsparteien gar keine Diskussion über Impfpflicht im Plenum haben wollen. Das ist ein großes Problem. Also alles, was die Bundesregierung nicht diskutieren möchte, kommt ja gar nicht hinein in Plenum. Das heißt, Sie haben derzeit gar nicht die Chance, das zu abstimmen? Naja, die Chance. Natürlich kann man einen alleinigen Antrag, aber das verpufft ja. Das wird ja nicht angenommen. Ich glaube, es wäre sinnvoll und ich glaube auch, dass es man sieht ja auch den Bedarf in der Bevölkerung. Es hat kein einziges Gesetz in den letzten Jahrzehnten für so viel Aufregung gesorgt. Es hat noch nie, glaube ich, ein Gesetz gegeben mit hunderttausenden Stellungnahmen in dieser Dimension wie dieses Impfpflichtgesetz. Das heißt, das ist wirklich für viele Bürger tatsächlich eine Bedrohung, etwas, was sie nicht möchten, nämlich auch geimpfte Menschen, die sagen, ich möchte jetzt nicht vorgeschrieben kriegen, muss ich mich ein viertes Mal impfen lassen, ein fünftes Mal. Jetzt haben wir ja gerade das Theater mit den grünen Pässen, die sollen ja jetzt verlängert werden, wieder von 9 auf 12 Monate. Was ist dann? Dann doch die vierte Impfung. Aber das gilt natürlich nur für die Geboosterten, bei den Genesenen gilt gar nichts mehr. Also das ist alles, es schwebt alles ein bisschen im Raum und die Regierung schiebt es ein bisschen vor sich her, um dann sagen zu können, die Bevölkerung war nicht brav genug, wir stellen es scharf. Und ich glaube, das ist der falsche Weg. Die österreichischen Bürgerinnen und Bürger sind genauso mündig wie die Nachbarn in Deutschland. Sie würden auch mündigere Politiker und vielleicht auch ein bisschen mutigere Politiker mal verdienen, die auch tatsächlich bereit sind, vielleicht auch gegen ihre eigene Parteilinie mal abzustimmen. Das ist ja leider Gottes bei ÖVP und Grünen nicht passiert. Jetzt ist es ja so, dass zwei Wiener Anwälte ein Volksbegehren initiiert haben gegen die Impfpflicht. Ja. Da steht jetzt auch die Eintragungswoche fest. Ich glaube, es ist Anfang Juni. Wird die FPÖ das eigentlich als Partei unterstützen? Ne, wir haben ja schon viele, es ist nicht das Erste. Aber es ist wahrscheinlich. Sie meinen das jetzt von Scheren-Höllriegel? Genau, es ist wahrscheinlich das Erfolgreichste, in der Anlaufphase, glaube ich, über 100.000 unterstützt. Und weil sie auch ja in einer Art und Weise schon das formuliert haben, dass es ja tatsächlich auch sehr einfach umzusetzen wäre. Natürlich werden wir das auch wieder unterstützen, wie wir jedes Anti-Impfpflicht-Volksbegehren bis jetzt unterstützt haben. Jetzt am 21. April ist der nächste Gesundheitsausschuss mit einem Hearing. Auch da haben wir wieder ein Impfpflicht-Volksbegehren. Das wird auch wieder öffentlich anzuschauen sein. Also wir unterstützen alle diese Begehren, weil ich glaube, es kann für eine Impfpflicht spricht gar nichts. Und ich habe jetzt ein bisschen recherchiert in den letzten Monaten.
und vor allem die letzten Tage. Es gab immer wieder so Tendenzen. 2015 war die Frage, soll man Masernimpfpflicht einführen für Kinder? Damals waren alle Parteien dagegen. Damals hat die heutige Parteivorsitzende der SPÖ, die Frau Rendi Wagner, war sie noch die Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit, hat in ihrer Funktion gesagt, also eine Pflicht ist das Schlechteste, was man machen kann, weil es nicht dazu führt, dass die Leute mehr impfen gehen, sondern dass sie noch viel mehr in den Widerstand gehen. Also es ist alles anders seit Corona und ich glaube, da müssen wir endlich wegkommen. Lassen wir den Leuten endlich wieder ein bisschen Luft zum Atmen. Hören wir auf mit diesem Corona-Spiel. Es steht jetzt nicht mehr dafür. Apropos Corona, der Verfassungsgerichtshof hat den Lockdown für Ungeimpfte ja für rechtens erklärt. Mhm. Das muss Sie ja ziemlich ärgern eigentlich, oder? Weil Sie haben ja gebetsmühlenartig wiederholt, dass das verfassungswidrig ist. Ja, ich weiß auch nicht. Ich schicke voraus, ich bin keine Verfassungsjuristin. Ich bin überhaupt keine Juristin. Nur, dass man das jetzt gleich dazu sagen. Ich halte das für ein Fehlurteil. Möchte aber nicht jetzt fachlich das genau darauf eingehen. Es gibt immer mehr Studien, die ja belegen, dass es eben keinen Unterschied gegeben hat zwischen den Getesteten und den Geimpften und oder Genesenen bei der Übertragung. Also wenn ich frisch getestet bin und ein negatives Ergebnis habe, dann bin ich tatsächlich negativ gewesen. Also das ist mir nicht einleuchtend gewesen, dieses Urteil. Das bezieht sich aber auf die allererste Woche dieses Lockdowns für Ungeimpfte. Wir dürfen ja nicht vergessen, der ist ja gelaufen bis hinein in den Februar. Also schauen wir mal, was dann noch rauskommt. Da gibt es ja noch mehrere jetzt. Möglicherweise ist es nur diese eine Woche, die damals zu einem Zeitpunkt eben als verfassungskonform anerkannt wurde, weil damals auch noch nicht so viele Studien bekannt waren wie danach. Apropos Maßnahmen, sollte man jetzt Ihrer Meinung nach wirklich alle Corona-Maßnahmen aufheben oder gibt es gewisse Regeln, wo Sie sagen, okay, na, das macht schon Sinn, das soll man auch weiterhin noch beibehalten? Alle soll man aufheben. Keine Ausnahme mehr? Keine Ausnahme, nein. Und gehen Sie davon aus, dass das zeitnah passieren wird? Die Verordnung läuft ja an sich mit 16. April aus. Na, ich hoffe schon, dass das passieren wird, weil es spricht nichts mehr dafür. Wir haben jetzt gesehen, bei den kleinen Kindern die Maskenpflicht in den Kinderbetreuungseinrichtungen, das hat dazu geführt, dass die Kinder unter Sprachverzögerungen leiden, dass die Kinder Mimik nicht interpretieren können. Das ist ja im Übrigen etwas, was wir schon seit Jahren gesagt haben, wie schädlich das für Kinder ist. Es ist für Kinder, die ein bisschen älter sind, die eine Fremdsprache erlernen sollen, ganz, ganz schwierig mit der Maske Aussprache zu erlernen. Also man hat den Kindern hier wahnsinnig Dinge angetan, völlig ohne jegliche Grundlagen. Die ganze Testerei, ich bin ja froh, dass die jetzt zurückgefahren ist. Ich weiß, dass es manchen sehr wehtut, aber man muss sich einmal vor Augen halten, es gibt tatsächlich Menschen, die haben sich nicht nur einmal am Tag getestet, manche sogar zweimal täglich. Also haben sich echte Psychosen schon entwickelt und ich glaube, wir müssen jetzt endlich wieder dazu zurückkommen. Ich habe überhaupt kein Problem, jemand, der krank ist und Symptome hat und sich testet, das soll so sein. Das wird es ja auch weiterhin geben. Das ist überhaupt kein Thema, ja. Aber doch nicht einfach nur ins gerade Wohl rein, dass ich mich dauernd aber teste. Wenn Sie sagen, alle Maßnahmen aufheben, das heißt auch die Quarantäne würden Sie aufheben für Kranke? Ja, also für symptomlose Kranke, ja. Aber was ist, wenn jemand krank ist? Muss der dann Ihrer Meinung nach in Quarantäne oder soll er dann freiwillig einfach zu Hause bleiben? Entschuldigung, aber wenn jemand krank ist, war er schon vorher zu Hause. Ja, aber wenn ich krank bin, dann lasse ich mich krank schreiben. Es gibt ja auch Leute, die mit Husten teilweise ins Büro gehen. Haben wir ja früher auch immer wieder gehabt. Das hatten wir früher, aber ich glaube, dass die Leute natürlich in den letzten zwei Jahren ein bisschen vorsichtiger geworden sind, ein bisschen Selbstdisziplin zu sagen, wenn ich Symptome habe, bleibe ich zu Hause. Also wenn ich wirklich krank bin, dann bleibe ich zu Hause. Aber Selbstverantwortung, nicht mehr gesetzlich vorgeschrieben. Ich denke auch, dass die Österreicher das gelernt haben, dass man eben nicht mehr mit Symptomen jetzt arbeitet. Gehen soll. Sie haben völlig recht, viele Leute sind immer krank arbeiten gegangen. Das hängt natürlich auch mit dem Druck oftmals zusammen am Arbeitsplatz. Das darf man ja auch nicht übersehen. Viele Arbeitnehmer stehen massiv unter Druck. Also die machen das ja nicht freiwillig. Also ich denke, man braucht die Selbstverantwortung der Österreicher und wer krank ist, soll bitte zu Hause bleiben oder kranke Kinder sollen natürlich nicht in Schule oder Kindergärten gehen, das ist ganz klar. Aber das heißt, Corona soll auch keine meldepflichtige Krankheit mehr sein, Ihrer Meinung nach? Also ich glaube derzeit, wenn wir diese Omikron-Variante anschauen, dann ist das in Wahrheit eine Erkrankung der Atemwege und nicht mehr der Lunge und eine Atemwegserkrankung, die man wahrscheinlich auch mehrmals hintereinander bekommen kann. Ich kenne jetzt selbst Leute, die haben es jetzt innerhalb von 3 Monaten zweimal bekommen. Alles in einem Rahmen, die bewegen sich zu Hause ganz normal, also die haben keine Einschränkungen, keine körperlichen, die sind vielleicht verschnupft, haben Husten, manchmal ein bisschen Fieber, aber jetzt nichts
nichts Dramatisches, nichts, wo man sich jetzt überlegen muss, um Gottes Willen, ich schaffe das alles nicht mehr. Also ich glaube, man sollte dazu langsam übergehen, das als normale Erkältungskrankheit zu sehen, mit einer gewissen Selbstdisziplin. Wie gesagt, wer Symptome hat, soll sich auch jederzeit testen lassen können. Das ist überhaupt nicht die Frage. Wer sich sicherer fühlt, soll meinetwegen eine Maske tragen. Es ist ja kein Verbot, es soll ja kein Maskenverbot geben, sondern es soll einfach nur auf Selbstverantwortung gesetzt werden. Kommen wir zu einem weiteren Thema, das, muss man sagen, wahrscheinlich derzeit mehr Leute sogar betrifft als Corona, das ist die Teuerung. Wir haben eine Teuerung in allen Lebensbereichen. Es gab am Dienstag dazu auch eine Sondersitzung auf Antrag der SPÖ. Da hat die SPÖ auch einen Antrag gegen die Teuerungsmaßnahmen eingebracht. Sie haben dagegen gestimmt. Warum eigentlich? Naja, wenn Sie sich den Antrag durchgelesen haben, so war der gegliedert in 4 unterschiedliche Unterpunkte. Wir hätten den Unterpunkt 2 vorbehaltslos zustimmen können, das waren nämlich die Punkte der Teuerung. Es war leider Gottes gespickt mit wahnsinnig viel ideologischem Klimbim. Auch beispielsweise die Pendlerpauschale soll an die Umweltfreundlichkeit des Fahrzeugs gekoppelt werden und all diese Dinge. Ich glaube, man sollte die Kirche im Dorf lassen. Viele Leute sind tatsächlich auf ihr Auto angewiesen. Die können jetzt nicht so leicht auf den öffentlichen Verkehr umsteigen, weil es ihn oftmals gar nicht gibt, vor allem im ländlichen Raum. Ich möchte aber auch nur an die Stadtgrenzen, oftmals in Wien wird es auch manches Mal eng, speziell wenn Sie es irgendwo ganz in den Randgebieten wohnen und am Abend vielleicht noch einen Termin haben, dann kann es oftmals wirklich schwierig sein, dass man noch ein öffentliches Verkehrsmittel erwischt. Das ist das eine. Also es gibt tatsächlich Leute, die sind aufs Auto angewiesen in unserer Republik. Das andere ist die Frage, wenn ich mit dem Elektroauto unterwegs bin, ist das wirklich der richtige Weg dazu, der Weg der Zukunft? Wir sind hier in einem Wandel. Nicht jeder kann jetzt sagen, ich verkaufe jetzt mein Auto, ich gebe es weg und kaufe mir jetzt ein teures Elektroauto. Das ist ja auch eine Frage des Könnens. Als Politiker tut man sich leicht mit solchen Forderungen, die man aufstellt und alle müssen jetzt umweltfreundlich leben. Aber ich glaube, in der Bevölkerung, die mit normalen Durchschnittsgehältern ihren Alltag bestreiten müssen, ist das nicht so einfach zu sagen, sie wechseln jetzt zum Elektroauto. Das ist nur ein Beispiel gewesen. Es ist zum Beispiel auch drinnen gewesen, die Forderung danach, dass man also so weit hineingeht in die Einkommenssteuer, die so weit senkt, dass jedem Menschen, steht drinnen, also jedem Menschen sollen 1.000 Euro bleiben. Für mich war das auch sehr lieblos und sehr ungenau formuliert. Also man kann sich wenig darunter vorstellen. Und es waren natürlich dann auch noch sehr viele ideologische Dinge drinnen, hinten mit, das ist gegangen bis hin zu Frauenrechten und so. Also das war für uns nicht unterschreibbar. Hätten sie es tatsächlich auf die Teuerung beschränkt, wären wir selbstverständlich mitgegangen. Da hätten wir vielleicht sogar bei der Pendlerpauschale noch diskutieren können, aber vieles andere ist einfach nicht diskutabel. Apropos Teuerung, jetzt hat die Regierung ja auch ein eigenes Paket vorgestellt gegen die Teuerung. Ihnen reicht das nicht, Sie haben da ziemlich vom Leder gezogen im Nationalrat dagegen. Gibt es da irgendeinen Punkt, den Sie positiv sehen, oder ist das alles nur schlecht? Naja, wie soll ich sagen? Das ist in Wahrheit eine Augenauswischerei, was da passiert. Da kriegen die Leute jetzt 150 Euro für die Energiekosten. Das ist eh nett, um Gottes Willen. Also alles, was sie kriegen, ist gut. Aber es ist in Wahrheit nichts Nachhaltiges. Das sind so Einmalzahlungen, die verpuffen. Wir müssen uns ja darauf einstellen. Wir wissen nicht, wie die Situation weitergeht im Energiebereich. Aber was es bräuchte, wäre ja einmal an der Wurzel des Übels hier anzupacken. Zu schauen, warum sind bestimmte Energiepreise so hoch. Keinen Einfluss haben wir auf den Krieg, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Wo wir aber schon hinschauen müssen, das sind die das sind die Mineralölkonzerne, das sind die Energiekonzerne, der Verbund beispielsweise, der ja zu einem Gutteil in Hand des Bundes bzw. in Hand der Länder Niederösterreich und Wien ist. Also da könnte man hinschauen und mal überlegen, was machen die mit ihren Gewinnen. Die haben Milliardengewinne, die OMV, glaube ich, von 6 Milliarden letztes Jahr, der Verbund fast 1 Milliarde. Das ist Geld, das sie den Leuten zurückgeben sollen, nämlich den Kunden, die das vorher bezahlt haben. Die Wien Energie, die zu 100% eine Tochterfirma der Gemeinde Wien ist, also im Eigentum der Stadt, also des Landes Wien steht. Also da müsste man tatsächlich reingehen und einmal da schauen, dass man hier beginnt, dass diese Gewinne wieder zurückgegeben werden und dass hier einfach die Preise stabiler gehalten werden. Das ist der erste Punkt.
Der zweite Punkt ist auch, wenn das alles nicht reicht, muss man halt auch einmal schauen bei den Mehrwertsteuersätzen. Und der größte Profiteur dieser Teuerung, die Mehrwertsteuer, ja, ich würde sie sofort einmal halbieren auf Energie. Mhm. Wenn das, auch auf Lebensmittel, weil das fordert ja zum Beispiel der Lebensmittelhandel. Nein, selbstverständlich auf Lebensmittel. Also ich würde einen Warenkorb an Grundnahrungsmittel definieren. Da muss die Mehrwertsteuer gesenkt werden, bis hin zum Aussetzen bei den Lebensmitteln. Das ist etwas, was jeder braucht. Also das ist auch das, wir haben ja auch einen eigenen Antrag eingebracht, da ist genau das eine Forderung, nämlich diesen Lebensmittelkorb mit den Grundnahrungsmitteln, also wenn Luxusgüter wie Kaviar, muss man jetzt nicht billig hergeben. Aber Brot, naja, Brot, Eier, Milch, ja. Butter, bestimmte Obst- und Gemüsesorten, vor allem die heimischen sollte man da jetzt definieren und nicht unbedingt das, was wieder von irgendwo herkommt. Aber verstehen Sie, was ich meine? Das bräuchte es. Also ich muss auf der einen Seite tatsächlich schauen, dass ich die Preise niedrig halte, das heißt, dann hole ich mir die Energiekonzerne einmal an einen Tisch, muss mit denen so weit verhandeln, dass die Preise halbwegs stabil bleiben. Und wenn ich runtergehe mit einer Mehrwertsteuer, muss ich natürlich auch gleichzeitig dafür Sorge tragen, den Handel so weit zu überwachen, dass der Handel das auch tatsächlich an die Kunden weitergibt. Das ist ein großes Thema bei uns, aber das wäre Aufgabe der Wirtschaftsministerin, die könnte das natürlich. Das ist der eine Teil. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben Pensionserhöhungen von 1,8% gehabt im letzten Jahr. Da bräuchte es entweder eine vorgezogene Pensionserhöhung schon für das nächste Jahr oder eben eine Sondererhöhung für das zweite Halbjahr 2022, wo ich den Pensionisten noch einmal etwas draufgebe. Wir haben eine Inflationsrate derzeit von fast 7%. Der Weg nach oben ist wahrscheinlich noch nicht, wir sind noch nicht an der Decke, das heißt, es wird noch teurer werden. Und das ist genau das Problem, also weniger Einkommen und höhere Preise und das geht sich irgendwann nicht mehr aus. Die Mieten, die ansteigen, die Betriebskosten in den Wohnungen, Müllabfuhr, Kanal, Wasser, all das ist ja in der Hand, in öffentlicher Hand, dafür sind verantwortlich die Kommunen. Da müsste man eben auch eingreifen als Regierung, da muss immer die Bürgermeister an den Tisch holen, da muss immer die Landesvertreter an den Tisch holen und dann muss man gemeinsam schauen, wie schaffen wir ein nachhaltiges Paket, das wir auch länger über mehrere Monate durchhalten können, dass ich es einmal wirklich strukturell angehe und nicht eine Einmalzahlung, die ist lieb, die ist auch nett, das ist eh gut, aber wenn ich eine Nachzahlung von 500 Euro habe und bekomme 150 Euro, Herr Weller, das wissen Sie selber, das spüren die Leute dann gar nicht mehr. Und wenn ich dann vergleiche, was haben wir bei Corona über die COFAG ausbezahlt, 12 Milliarden ohne parlamentarische Kontrolle an Groß- und Größtunternehmen auf der einen Seite und da lobt sich die Regierung jetzt, weil sie jetzt 4 Milliarden hat. Ja, aber wir sollten alles nicht, das sind alles so Dinge, das ist einfach 4 Milliarden für ganz viele Österreicher und 12 Milliarden für einen kleinen Anteil an Großunternehmen. Also ich glaube, das sieht jeder, dieses Ungleichgewicht. Und daher fordere ich die Regierung auf, hier endlich ins Handeln zu kommen und die Bürger so weit zu entlasten, dass die nicht Angst haben müssen, dass sie tatsächlich demnächst oder im nächsten Winter in einer kalten Wohnung sitzen müssen. Jetzt gab es ja auch Forderungen nach einem Preisdeckel in gewissen Bereichen. Was halten Sie von der Idee? Ich glaube, auch das muss man diskutieren, wenn alles andere nicht hilft. Also zuerst bin ich der Meinung, dass man schauen muss, dass man es erstens einmal über die Konzerne hereinbringt im Energiebereich und über Steuern. Und nur dann, wenn es gar nicht anders geht, wenn man also hier offensichtlich, wenn diese Konzerne nicht mit sich reden lassen, dann ist das meines Erachtens natürlich die Ultima Ratio. Das kann für notwendige Güter in einem definierten Zeitraum durchaus auch eine Möglichkeit sein. Die CO2-Bepreisung haben Sie gefordert, in einer Aussetzung würden Sie aussetzen? Ja. Komplett? Ja. Aussetzen oder überhaupt aufheben? Na, zumindest für die nächsten 3 Jahre einmal aussetzen und dann schauen wir, wie sich das alles auswirkt. Es kann heute ja keiner sagen, wie die Entwicklung am Markt in den nächsten 3 Jahren stattfindet, aber ich würde es jetzt aussetzen, weil es ist ja nur eine zusätzliche Belastung. Aber apropos Entwicklung am Markt, da wird jetzt gerade diskutiert und das EU-Parlament hat gerade heute dementsprechend einem Antrag zugestimmt, dass man ein Embargo auf Gas aus Russland verhängen soll, also keine Gasimporte mehr aus Russland. Was halten Sie davon? Ja, es ist gar nichts, halte ich davon, weil Österreich abhängig ist vom russischen Gas. Das muss man ganz offen, laut und deutlich sagen. Wir heizen, glaube ich, 900.000 Haushalte in Österreich mit Gas. Gerade hier in Wien sehr, sehr viele Leute. Wie sollen die ihre Wohnungen warm bekommen? Die Industrie, die abhängig ist von diesem Gas.
man kann jetzt nicht einfach sagen, von heute auf morgen, wir verzichten auf dieses Gas. Ich halte überhaupt auch gar nichts davon, weil wenn dann der Herr Bundeskanzler und die Frau Klimaministerin oder Umweltministerin dann nach Katar fliegen, im Privatjet, eine grüne Umweltministerin fliegt dann im Privatjet, weil Katar offensichtlich so ein sauberes Gas hätte. Im Übrigen haben die, glaube ich, gar nichts am Markt, aber unabhängig davon sollte man nicht übersehen, Katar führt Krieg gegen den Jemen. Auch Katar ist ein Kriegsführender, auch ist ein Aggressor, nämlich im Jemen. Also das ist ein bisschen eine Doppelzüngigkeit. Ich weiß schon, natürlich ist jetzt eine sehr schwierige Situation hier, wie soll man umgehen mit Russland? Mein Zugang wäre da ein komplett anderer. Ich glaube, dass Österreich als neutrales Land sich viel zu weit schon rausgelehnt hat, viel zu sehr parteiisch schon ist. Ich bin selbst ja nicht mehr ganz so jung. Ich kann mich gut erinnern, als 1979 in Wien waren die zwei mächtigsten Männer damals mitten im Kalten Krieg, nämlich auf der einen Seite Brezhnev und auf der anderen Seite der Präsident Carter. Also die haben damals überhaupt Wien irgendwie eine Sperrzone abgesperrt, der dritte Bezirk, da konnte man, glaube ich, nur rein und raus, wenn man dort gewohnt hat. Also das ist mir noch, da war ich selbst nur ein Kind, aber es ist mir in lebhafter Erinnerung. Und was damals in Wien gelungen ist, aufgrund der Diplomatie, die damalige Politiker in Österreich hatten, und das würde ich mir erwarten von Politikern eines neutralen Staates, das hätte man aber schon wahrscheinlich schon in der Vergangenheit machen müssen. Da ist das Porzellan jetzt leider schon zerschlagen. Diese Rolle übernimmt jetzt offensichtlich Erdogan. Aber ist diese Neutralität wirklich noch zeitgemäß? Gestern war Karl Habsburg hier und der hat gesagt, gerade als kleines Land wie Österreich sollte man sich schon überlegen, ob man sich nicht einem Bündnis wie der NATO anschließt, weil wenn es hart auf hart kommt, werden wir uns selber wahrscheinlich nicht verteidigen können. Wenn wir ein neutrales Land sind und Neutralität so leben, wie Neutralität eigentlich ist, ich erinnere an die Schweiz, die ist noch viel kleiner als Österreich, die ist mit ihrer Neutralität sehr gut gefahren und ich glaube auch Österreich hat sich hier sehr gut entwickelt, seit wir diese Neutralität haben. Sie ist in Wahrheit den Österreichern auch ans Herz gewachsen. Das ist ja nicht so, das war ja damals aus den Schrecken des Zweiten Weltkriegs, war dieses Gefühl, wir wollen in Zukunft auch neutral sein. Wir wollen, dass es so wie in der Schweiz ist, dass eben nicht unsere Söhne, unsere Väter in den Krieg ziehen müssen, vielleicht nicht mehr heimkommen. Also ich möchte nicht mich einem Bündnis anschließen und unsere Söhne müssen dann für die NATO irgendwo fallen. Das kann ja nicht, das ist ja nicht das, was die Österreicher wollen. Also ich halte die Neutralität noch viel zeitgemäßer, gerade in einer schwierigen Situation. Also ich möchte auch nicht, dass dieser Konflikt, der jetzt in der Ukraine ist, dass dieser Krieg zum Flächenbrand in Europa wird. Gerade die NATO tut sich da ein bisschen leicht. Und vor allem die Amerikaner tun sich leicht, weil wo ist denn der Kampfboden? Der ist hier bei uns in Europa. Und da müssen wir als Europäer und als europäisches Land ein bisschen aufpassen und ein bisschen vorsichtiger sein, dass das, was in der Ukraine ist, nicht auf ganz Europa übergreift. Also das ist etwas, da kommt mir ein bisschen die Rhetorik zu schroff rüber und da ist mir viel zu viel Kriegsbegeisterung, auch in den Reden des österreichischen Kanzlers, wo man manchmal das Gefühl hat, die freuen sich schon richtig drauf, dass sie mitspielen dürfen im Krieg. Also ich glaube, da ist jetzt einmal die Abrüstung der Worte. Und vielleicht gibt es doch jemanden in dieser österreichischen Regierung, dem ein bisschen Diplomatie am Herzen liegt, der vielleicht zurückfindet zu einem diplomatischen Weg und der Österreich auch als das sieht, was es ist, ein neutrales Land. Aber apropos leicht, und warum tut sich die FPÖ eigentlich so schwer damit, sich hier eindeutig von Russland zu distanzieren und wo diesen Krieg zu verurteilen? Wo tut sich die FPÖ schwer? Wir haben diesen Krieg von Anfang an. Wenn man das mit den anderen Parteien vergleicht. Ich meine, ich kann jetzt jeden Tag sagen, dass dieser Krieg zu verurteilen ist. Na, selbstverständlich, Putin hat den schlechtesten Weg gewählt, den es gibt, weil Putin glaubt, dass er militärisch einen Konflikt lösen kann. Und das ist immer falsch. Also ein Krieg kann nie etwas sein, was man nicht verurteilt. Jeder Krieg ist zu verurteilen, egal jetzt wann und wo, aber der ist natürlich aufgrund natürlich auch der örtlichen Nähe einer, der uns besonders betrifft, auch weil es eben ja, nicht so weit weg ist. Also das ist natürlich zu verurteilen und das haben wir auch immer getan. Von Anfang an haben wir dieses Vorgehen verurteilt. Aber was ich auch verurteile, und das möchte ich schon auch sagen, das ist diese einseitige Propaganda, die hier passiert. Dass hier offensichtlich die EU und die USA sich sofort auf Selenskyj stürzen und alles, was der sagt, ist sakrosankt. Und so kann es ja nicht sein. Wir wissen, es gibt nirgends, wird so viel gelogen wie in einem Krieg.
Krieg, und zwar das auf beiden Seiten. Das sollte man auch nicht übersehen. Und nicht alles, was Aber die Ukraine ist schon das Opfer, das muss man schon Ja, selbstverständlich. Ja. Na, das ist ja nicht die Frage. Ich habe gesagt, Putin hat einen Weg gewählt, der ist absolut zu verurteilen. Das heißt aber nicht, dass alles, was Zelensky macht und tut, gut ist jetzt. Alleine wenn er auffordert, er braucht Waffen, alleine wenn er möchte, dass alle Länder ihn quasi da unterstützen, damit wäre, ich bin ja froh, dass das noch nicht so weit gediehen ist in dieser EU, aber damit wären wir mitten im Dritten Weltkrieg, das kann ja wohl bitte nicht das Ziel sein. Apropos, der Bundeskanzler Karl Nehammer wird ja in den nächsten Tagen in die Ukraine reisen, um Zelensky zu treffen. Das stört Sie? Ich meine, der Herr Bundeskanzler glaubt, er spielt jetzt den großen Helden. Er spielte gern Held. Jetzt, wo Kiew eigentlich von den Russen wieder, wo die Russen sich aus Kiew zurückgezogen haben, ist es weniger heldenhaft. Wenn er das macht, dann soll er ihn gleich einladen nach Österreich und gleich dazu weiterfliegen nach Moskau und Putin dazu holen. Das wäre eigentlich etwas, da würde ich sagen, da hat er Großes geleistet. Wenn er es wirklich schaffen würde, die beiden an einen Verhandlungstisch zu setzen. Wenn es nicht in Wien ist, dann irgendwo anders. Aber wir haben in Österreich sehr viele Möglichkeiten tatsächlich. Und Österreich kann hier eine Vermittlerrolle wirklich auch einnehmen. Und dann sollen die Verhandlungen dauern. Weil eines muss man schon sagen, das Wichtigste wäre jetzt Waffenstillstand. Ich glaube, wir brauchen jetzt einen Waffenstillstand und danach muss es eine Kompromisslösung geben. Und eine Kompromisslösung kann halt nicht so sein, dass man immer sagt, Putin muss nachgeben und alle anderen machen, was sie wollen. Verstehen Sie? Das ist etwas. Und ich glaube auch, Österreich ist mit dieser Neutralität gut gefahren. Ich muss noch einmal darauf zurückkommen. Es könnte Bundeskanzler Nehammer jetzt auch dem ukrainischen Präsidenten klar machen, dass das ein Modell wäre. Ein Modell für die Ukraine, ein Modell für den Frieden in Gesamteuropa. Wie ist eigentlich die Position der FPÖ jetzt zu den Flüchtlingen? Gibt es da ein klares Bekenntnis, ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen? Weil auch da war die Parteilinie nicht ganz klar in den letzten Wochen. Die Landesparteien haben sich dafür ausgesprochen, Bundespartei war eher verhalten. Gibt es da eine offizielle Linie? Nein, schauen Sie, es ist doch ganz klar, dass man Frauen und Kinder hilft, wenn die in Wien am Bahnhof stehen, oder? Irgendwo in Burgenland, auf wo auch immer die jetzt herkommen. Da brauchen wir jetzt gar nicht die große Linie bringen. Ich möchte aber schon darauf hinweisen, und das ist ja, ich glaube, wir haben ein Problem in Österreich. Wir haben in den letzten Jahren, und da war Österreich das Land, das am meisten aufgenommen hat von diesen Asylwerbern, nämlich während den beiden Corona-Jahren war Österreich tatsächlich gemessen an der Bevölkerung das Land mit den höchsten Asylzahlen. Und daher sind unsere Kapazitäten begrenzt. Das muss man leider auch sagen. Die Kapazitäten sind begrenzt. Weil unsere Flüchtlingsheime voll sind. Selbstverständlich soll man Frauen und Kinder helfen. Das ist überhaupt nicht die Frage. Da wird auch keiner, da werden Sie auch niemanden in der FPÖ finden, der sagt, nein, das machen wir nicht. Allerdings, und da muss man jetzt auch die Verordnung anschauen, die Österreich hier zur vertriebenen Regel aus der EU gegeben hat, nämlich die österreichische Verordnung. Sind ja nicht nur die Ukrainer drinnen, sondern auch gleich die Drittstaatsangehörigen aus der Ukraine. Also jeder, der jetzt kommt und sagt, er war vorher in der Ukraine und ist jetzt ein Drittstaatsangehöriger aus der Ukraine, soll dann in Österreich gleich wieder als Flüchtling gelten. Und soll dieselben Regeln haben wie ein Ukrainer. Und ich glaube, das ist das Problem der österreichischen Bundesregierung. Die Regierung macht hier den Fehler. Ich glaube, weil wir wissen ja gerade in der Ukraine, dass aus der Ukraine vor allem Frauen und Kinder kommen, weil ja die Männer in den Krieg ziehen müssen oder das Land nicht verlassen dürfen. Es sei denn, sie sind reiche Oligarchen, können sich freikaufen. Auch das muss man mal ansprechen. Das ist nicht ganz in Ordnung, was da passiert. Aber das lassen wir jetzt aber mal weg. Aber es hat für viel Wirbel gesorgt, die Aussage des Wiener Landesparteichefs Dominik Nechter. Naja, man kann es so oder so formulieren. Aber die Frage ist halt natürlich schon wirklich, warum können sich manche Oligarchen dort freikaufen? Aber da, was aus der Ukraine jetzt flüchtet, sind Frauen und Kinder, weil Männer ja nicht ausreisen dürfen. Die haben ja ein Ausreiseverbot. So, Frauen und Kindern wird immer geholfen, das ist überhaupt nicht die Frage. Und ich kenne wahnsinnig viele, auch in meinem Umfeld, die privat versucht haben, hier zu helfen. Es ist nur extrem kompliziert, sage ich mal, die Bürokratie, bis die zu diesen Karten kommen und bis die arbeiten gehen können. Aber selbstverständlich steht die Partei dazu, dass man Frauen und Kindern hilft. Abschließende Frage noch. Gestern war Susanne Fürst hier, die am vergangenen Wochenende von Herbert Kickl sehr gelobt wurde beim Oberösterreichischen Landesparteitag und auch als Bundespräsidentschaftskandidatin ins Spiel gebracht wurde. Würden Sie sich wünschen, dass Susanne Fürst antritt als Kandidatin für die FPÖ?
Ja, das wird zu gegebenen Zeitpunkt zu entscheiden sein. Aber die FPÖ soll auf jeden Fall jemanden ins Rennen schicken gegen Alexander Van der Bellen. Ich glaube schon. Also ich denke, dass die Freiheitliche Partei hier auf jeden Fall jemanden ins Rennen schicken soll. So wie es derzeit ausschaut, hat die SPÖ schon abgewunken. Die würden Alexander Van der Bellen unterstützen. Und ganz ehrlich, also sehr demokratisch wäre das nicht, wenn ein Kandidat dann keinen Gegenkandidaten hat. Und ich glaube auch, dass die FPÖ von ihrer staatspolitischen Verantwortung her selbstverständlich jemanden ins Rennen schicken wird. Theoretisch könnten Sie auch Gerald Gross unterstützen. Ich habe gesagt, dass die FPÖ jemanden ins Rennen schicken wird. Frau Belakovic, vielen Dank für den Besuch im Studio. Gerne.